sehen die anderen aus? Der erinnert mich an einen Ex-Kollegen von mir, Jörg, der sah genauso aus. Okay. Ehemals Giga. Schau an, ein 50er Sprachcheck. So. Oh, wieso zieht er die Waffe? Was ist los mit dir? Weil du offensichtlich wieder von irgendwelchen Freeside-Sucks angegriffen wirst. Oh. Aber bis du überhaupt siehst, wo die sind, sind sie schon tot. Wo läufst du hin? Ich wollte hier wieder durch die Ruinen, da links, dann rechts, dann links und dann gehe ich wieder auf da. Hast du jetzt wieder so den Navigationspunkt gesucht, also den Punkt, von dem aus du dich auskennst? Ja, und also hier vorne links, da komme ich ja wieder rein zum Puff. Liste? Oder ist hier auch ein Eingang? Nee. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich spiele das nicht umsonst mit Fast Travel Markern, weil mir das in Freeside so auf den Nerv ging. Du bist halt. Und das Blöde ist halt wirklich, die Quests bestehen halt nur aus dem, was wir gerade machen. Also die sind. Da passiert absolut nichts außer Sprachchecks und Laufen. Mhm. Wir hätten dann noch die King's Quests anfangen können. Was an den King's Quests das mit Abstand anstrengendste ist, ist, wenn der King nicht in seinem Raum im Erdgeschoss ist, sondern oben. Dann musst du mich durch das gesamte Haus nach oben laufen, um mit ihm sprechen zu können. Okay. Das ist der Falsche. Ich dachte, das wäre der Bruder. Hä, das ist doch der Bruder. Nein. Nein. Aber ich kann erstmal hier die Schulden abgeben. Mhm. Und Matratzensport. Ey, dieser Hurensohn. Niemand schläft von den Garrett-Zwillingen. Huso. Wir haben jetzt die nächste Aufgabe bekommen. Caleb McCaffrey. Okay. Und jetzt kannst du wieder warten, bis der Bruder sich mal wieder hinter die Bar begibt. Ich habe keine Ahnung, ich habe nie darauf geachtet, welche Zeit das ist. Ich warte immer nur irgendwie ein paar Stunden und dann ist er halt da. Blause schreibt, ich habe mich im Kingshaus immer verirrt. Ich auch. Es ist so fürchterlich. Ich habe immer gekotzt, wenn er nicht unten sitzt mit seinem Hund unten in Theaterding, sondern oben ist. Oh, und du musst dann halt 7 Stockwerke gefühlt da hochlaufen. Ich habe mit Julie Farkas gesprochen. Schau an. Das könnte eine Endlosschleife werden. Mhm. Ich habe einen Sexbot gefunden. Heiliger Scheiß, Mann. Nochmal Sprache. Ist du wohl programmiert? Ich habe es nicht mehr zu Ende lesen können. Sie wollten jemanden mit sanfter Stimme als Eskorte. Der sitzt übrigens gerade schon an der Bar, der alte Ben. Ja, deshalb. Okay. Der übrigens auch nicht die gleiche Hautfarbe hat wie der Mann, mit dem du ihn eben verwechselt hast. Nee, aber ich deshalb kannte ich den Namen, wollte ich sagen. Und cool. Beatrix kann sofort anfangen. Yay. Und ich glaube, das ist alles, was du bei ihm an Quests bekommst. Ich glaube, er hat nur diese beiden Quests, die mit Julie und die Quest mit den Noten. Gab die jetzt 150? Nee, die einzelnen Steps gaben. Ach, okay. Wie spät ist es? 6:30. Oh. Wollen wir noch weitermachen? Oder wollen wir aufhören? Möchtest du Feierabend machen? Ja, ich bin müde. Gut, müde bist du, dann machen wir Feierabend. Wann machen wir weiter? Was haben wir gesagt? Morgen? Morgen. Müssen wir mal gucken. Ich gehe nicht davon aus. Hat mir eigentlich schon irgendjemand von euch mal was Nützliches geantwortet? Zu Diablo. Zu Diablo, ich glaube nicht, ne? Nee. Ihr habt mir alle nichts PTR Nützliches Patch, geantwortet. Ob der schon drauf ist. Oder aufgespielt wird. Ob zumindest der Server schon down ist. Ich hätte trotzdem Lust, morgen. Mal schauen. Also wenn wir gar nichts anderes wissen, dann machen wir Fallout weiter. Ja. Ich hätte aber Lust, irgendwie was anderes noch mit dir zu machen, zu spielen. Mal schauen. Ja, wenn du eine andere gute Idee hast. Ich bin für jede Schandtat zu haben. Ja. Guckst du eigentlich, hast du aktuell Interesse am WoW? Nee, ne? Content ist... Ich glaube, ich werde es bis zum nächsten Addon nicht mehr spielen. Ja. Das Schlimme ist halt auch, wenn man mal eine Pause gemacht hat, je länger diese Pause gedauert hat innerhalb eines Contents, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr reinkommen wirst. Mhm. Also mir fehlen vom Progress jetzt die letzten beiden Raid-Instanzen. Was sind die letzten beiden?
die, wie heißt die? Die nach den, nach Heimol. Foundry? Nach Heimol kam Foundry. Okay, Foundry habe ich noch geradet. Ja, habe ich gar nicht. Und jetzt die neue. Aber bei der neuen sind ja auch noch nicht alle Flügel offen, habe ich irgendwie. Okay, dann habe ich gar nicht so einen weiten Abstand, weil ich habe von Foundry zum Beispiel auch noch das Set, also nicht alles in HC oder Mythic. Ja. Aber ich habe zumindest das Set. Hätte ich durchgehend gespielt, hätte ich, glaube ich, jede 2 Wochen irgendwie ein Item da bekommen. Ne? Aber es sind keine Set-Items, glaube ich, von der Mission. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe gestern irgendwas gelesen, dass der aktuelle Mythic-Content wohl knackig sein soll. Ich weiß nicht, war das ein Interview mit Method? Ich weiß es nicht. Also ich fand den Mythic-Content allgemein in den letzten Jahren, beziehungsweise als Mythic noch HC war, immer ansprechend. Das Ding ist, mir fehlt aktuell ein MMO. Ich habe eigentlich Bock auf ein MMO. Ja, aber es gibt keins außer WoW, das richtig wäre. Richtig. Das ist das Traurige daran. Und ich habe am Wochenende mit dem Havok hier im Chat, wir haben auch überlegt, was man zocken könnte, aber mir wäre auch nur WoW eingefallen. Er meinte dann noch Star Wars vielleicht nochmal anfangen, aber ja, das ist so. Mir kommt Star Wars, also halt Old Republic mittlerweile vor, du loggst ein und hast halt einen Shop mit bunten Sachen und Pets, die du kaufen kannst. So. Ich habe es nicht wieder gespielt. Ja. Also das war eines der Spiele, bei denen aufhören bedeutet hat für immer aufhören. Ja, ich hatte nachdem, also zu der Zeit, wo du dein Dings gespielt hattest, Kopfgeldjäger warst, als Medic, glaube ich. Ja, ja, der Heiler. Ja, genau. Zu der Zeit hatte ich auch gespielt, ein bisschen länger noch als du. Und dann hatte ich so ein Jahr später nochmal reingeguckt, aber da war es irgendwie schon schlimm. Also da war halt schon Free-to-Play und Ingame-Gedöns mit Kosmetik hier, Kosmetik da und schade eigentlich. Schade, dass das so. Verdienen die damit eigentlich genug Geld? Also können die davon leben? Ich denke schon. Also ich, also erstmal sitzt EA dahinter. Also mittlerweile gibt es, glaube ich, noch 3 deutsche Server. Ein RP-Server, ein PvP und ein PvE-Server, 3 Stück. Ich glaube aber nur einer davon ist wirklich gut bevölkert. Das ist ja auch das Minimum in Servern. Man weiß ja, wenn es einen normalen Server gibt und einen reinen PvP-Server, sind dort weniger als auf dem normalen. Wenn also das die Mindestanzahl ist, wird der ziemlich leer sein. Genau, ja. Wenn es von den normalen auch nur einen gibt. Ich weiß aber nicht. Es muss sich ja irgendwie rentieren. Ansonsten ich höre halt nie jemanden davon reden. Ja, aber es geht mir zum Beispiel bei Wildstar genauso. Hast du ja, viel? Aber Wildstar war etwas, das hat mich schon, ja, es ist als bunt. Andere es gehypt haben, überhaupt nicht interessiert. Ja, aber das, also ob es mich jetzt thematisch interessiert oder ob die Spielmechanik cool ist, das sind ja immer noch so 2 Sachen. Aber Wildstar ging es mir halt auch so. Ich war am Anfang ein bisschen gehypt, habe es dann gespielt und dachte so, ja, okay, das war's wieder. Aber ich kenne aktuell auch kein MMO, was mich richtig reizen würde. So. Ich habe Elder Scrolls online gespielt, als es damals rauskam. Und ich fand's geil, aber ich fand's kacke, dass ich nur 5 Spells, aktive Spells habe, die ich nutzen kann. Weniger als bei Diablo. Ja, genau. So. Aber ich fand's halt so vom Setting her halt cool. Also, das hat mir Spaß ja, natürlich gemacht. Ist das, aber mir ist es mittlerweile so, dafür bin ich nun auch viel zu lange dabei. Also in Sachen MMOs und MMO-Szene, ja, weit vor WoW. Ja. Also ich bin jetzt irgendwie vielleicht seit 20 Jahren dabei, seit ich das erste MMO mal gespielt habe. Ja. Und ganz ehrlich, kein Spiel, kein MMO werde ich jemals wieder anfassen, wenn ich nicht von mindestens einem Dutzend Leute, denen ich halbwegs vertraue, höre, das ist awesome, das muss man spielen. Oder wenn alle Leute, die ich kenne von WoW oder sonst wie, umgestiegen sind auf dieses neue Spiel. Weil ich habe das so oft in der Vergangenheit gehabt, dass irgendwie, oh ja, das und das Spiel. Ey, gerade bei MMOs, ne? Wir haben bestimmt schon 10 Spiele in den letzten Jahren gehabt, von Guild Wars über Obwohl, Star Guild Wars, Wars würde ich da noch drauf sagen. Star Wars The Old Republic, über Warhammer Online, Warhammer über Online Elder Scrolls Online, über ich weiß nicht, was es aber alles an stimmt. Spielen ja, gab. Wo, ja, man kann mal reingucken. Ja. Ja. Oh, obwohl ich sagen muss, also ich habe also bei Elder Scrolls und bei Wildstar gebe ich dir da recht, auch bei Star Wars, aber Warhammer Online habe ich wirklich sehr lange gespielt. Richtig lange, weil da das PvP in meinen Augen einfach geiler war als bei WoW zu der Zeit. Es sollte mich auch wundern, wenn es kein Spiel gäbe, in dem es besseres PvP gibt als in WoW. Und ich mochte halt, ich mag das Warhammer-Universum halt unglaublich und ja, das geht mir halt am Arsch vorbei. Ich finde es nicht schlecht, aber es interessiert mich halt einfach. Es ist dreckiger als WoW. Und das ist das, was ich, glaube ich, mochte. Ja, das ist interessant. Was mich halt am meisten annimmt, ist aber nicht nur bei MMOs, sondern bei RPGs im Allgemeinen und im Sonderfall MMORPG erst recht, ist, dass es nur verfickte Fantasy-RPGs gibt.
Naja, also es gibt Secret ja, World, aber das kannst halt ich weiß, nicht. Und es gibt auch ein Star Wars, aber, ja, aber da hätte ich auch 99% der RPGs, gefühlt zumindest, sind Fantasy-RPGs. Sowas wie Fallout und Mass Effect sind die Ultra-Ausnahmen. Ja, und zumal es da halt geile Vorlagen gibt. Also es gibt von Pen and Paper-Zeiten halt Shadowrun, falls ihr das was sagt. Ja, Shadowrun. Also wie geil wäre das? Und alles, was es bei Shadowrun gibt, es gab neulich mal irgendein Shadowrun-Spiel auf Steam, das ich mir gekauft habe. Ja, da gibt es ja schon mehrere Teile. Grotto aber es ist halt von irgendeinem Indie-Entwickler. Und ja, und das sieht aber auch so aus. Ja, und es ist nicht geil. So. Nee. Und das sind halt Sachen, wo ich mich frage, ob sich die Großen nicht rantrauen, weil sie Schiss haben, wieder mal eine Lizenz zu verkacken. Und die Kleinen einfach nicht genug Kohle haben. Aber ich habe auch einfach Bock. Ich habe Bock, mal wieder wochenlang in ein Spiel so zu versinken, wie ich es bei WoW halt getan habe. Also es gibt halt viele, viele, viele geile Universen. Ich kenne nur einen Bruchteil davon. Also natürlich so was ganz, ganz Einfaches und offensichtlich ist das Star-Wars-Universum. Mhm. Wir haben jetzt zwei Spiele gehabt im Star-Wars-Universum, die sehr, sehr viele gute Singleplayer-Spiele produziert haben. Mhm. Aber in Sachen RPG gab es KOTOR. Mhm. Und das war gut, aber das war's. Aber ich fand es schon besser als gut, aber ja. Ja, es war gut. Ja. Also, oder es war sehr gut von mir aus auch, aber das war es auch in den letzten 20 Jahren, was an Star Wars RPGs rauskam. Und dann gab es halt Knights of the Old Republic und Star Wars Galaxies. Ja. Und Galaxies war nicht gut. Einfach in allen Belangen nicht gut. Kein gutes Spiel. Ja. Und The Old Republic war ein okay Spiel, ein gutes Singleplayer-Spiel. Hat leider vergessen, dass es ein MMO ist. Ja. Die Questlines waren teilweise echt krass, ne? Die waren super. So, ey, wollen wir zusammen questen? Ja, aber ich habe eine andere Storyline. So. Hey, ja, schade. Gucken wir ja verschiedene Filme. Das war so blöd. Also was noch rausgekommen ist, ist Arc Age, wo ich aber überhaupt keinen Turn habe, weil es diesen Asia-Flair hat. Kann ich auch nichts mit anfangen. Aber es ist, glaube ich, so. Deswegen interessiert mich auch Final Fantasy und alles, was davon. Ja, ich auch nicht. Also Asia kann ich auch gar nicht drauf. Aber ich glaube, bei Arc Age waren viele Elemente, die geil waren. Also was da zum Beispiel richtig cool war, waren Seeschlachten. Du konntest dir ein eigenes Schiff bauen und damit halt auf Piraterie gehen. So, also es war cool. Das, was ich in Streams gesehen habe, sah cool aus. Es gab mir so ein bisschen, ich will halt nicht nur zocken, sondern ich will wieder dieses Community-Gefühl haben. Ja. Was ich halt bei Warhammer Online hatte. Du gehst ins CS, da sind 10 Leute und alle sind geil auf das Game und du spielst zusammen was. Bei WoW ist es heutzutage noch so, du gehst ins CS, fährst deinen Progress und alles, was du im TS hörst, ist halt mal ein Anmauzer, weil du deine Rota nicht gefahren hast. Also ich fand's, vielleicht heule ich den alten Zeiten hinterher, aber früher, ich fand's halt in WoW, die ersten 4 Jahre in WoW waren halt, das war geil. Also ja, das hat überhaupt nichts mit WoW zu tun. Also, was ja, vielleicht nur mit der Community, das kann sein. Nee, das hat auch nichts mit der Community zu tun, das hat mit dir und deiner Gilde zu tun. Dass man selber geht mit einem Spiel anders um, wenn man es 10 Jahre lang spielt. Ja, also das ist halt einfach was völlig anderes. Am Anfang war es für dich noch spannend, mal einen Ausflug in den Blackrock zu machen, wo du noch nie warst. Und man ist dann wieder hingegangen, ohne ein bestimmtes Spielziel zu haben. Mhm. Wie viele haben die ersten 2 Jahre oder 3 Jahre, sind es die ersten 2 Jahre WoW gespielt, ohne so richtig zu raffen, was sie da eigentlich wollen? Stimmt, ja. Also, dass es sowas wie Raiden überhaupt gibt und wie das funktioniert, geschweige denn in der Gilde zu sein, die das machen kann und so weiter. Mhm. Und das ist halt heutzutage nicht mehr so, aber nicht, weil das Spiel damals anders gewesen wäre, sondern weil man selber es einfach anders gespielt hat. Okay. Aber wir sind trotzdem immer noch bei dem Punkt, bis auf Fallout und Mass Effect, im Moment an Universen, in denen es gute MMOs gibt, die nicht Fantasy sind, fällt mir nichts ein, was ich wirklich richtig gerne spielen wollen würde. Mhm. Ja, wenn du halt... Ja. Und es gibt so viele geile... Also ich meine, ich habe früher Shadowrun gespielt. Shadowrun als Pen and Paper. Ja, ich auch. Ja. Geile Story, geiles Setting. Warum... Ja. Gibt es kein gutes Shadowrun-Spiel? Warum ist das nicht eine Serie, von der alle 2 Jahre ein Spiel rauskommt, wo wir uns nur darüber beschweren, dass es mal wieder das neue Shadowrun-Spiel ist, was aber grundsätzlich ein awesome Spiel ist? Warum gibt es das nicht? Also bei Mass Effect gibt es das mit ein bisschen weniger Abständen, ein bisschen längeren Abständen. Ja gut, aber wobei meiner Meinung nach die Mass Effect-Story ja erst mit dem Spiel entstanden ist. Ja, ja, klar. Ja. Also ich will damit nur sagen, Shadowrun schreit für mich danach, eine geile allein Game-Serie an sich, weil das Regelwerk, was halt vorhanden ist, sei es mit BioWare oder Cyberware, halt schon so komplex ist, dass es so viel bieten würde, um daraus ein Spiel zu machen. Und ich musste vorhin auch dran denken, als du
du hattest irgendwas von Implantaten hier geredet, das, was mein Körper verändert. Da musste ich sofort an Shadowrun denken, weil du da ja nur eine gewisse Anzahl an Cyberware ja reinpacken konntest, ohne halt zu viele Negativeffekte davon zu haben. Von all die Sachen, das würde halt, das wäre perfekt für ein Spiel. Andererseits würde es so ein Spiel aber auch einfach schwer auf dem Markt haben, weil halt Leute wie wir, die Shadowrun kennen, da vielleicht mit einem anderen Auge rangehen. Aber wie viele Leute haben denn noch Pen & Paper Shadowrun gespielt? Ja gut, das stimmt schon. Das stimmt schon, ja. Und selbst von denen, die es gespielt haben, bei mir ist es auch 20 Jahre her. Ja, bei mir auch. Aber es waren geile Sonntage. Ach ja. Dann das Battletech und MechWarrior-Universum. Ja. Das war eigentlich auch ein richtig geiles RPG-Universum und nicht nur eins, wo du, oh, ich laufe mit einem Battlemech rum und schieße auf Dinge, weil das fand ich öde. Ja, da haben sie halt jetzt MechWarrior draus gemacht. Das ist halt ein reiner Shooter. Also so. Aber das Problem ist halt, es verkommt zurzeit alles zu reinen Shootern, weil unsere ADHS-Gesellschaft offensichtlich nichts mehr verträgt, wo nicht Shooter-Gameplay drin ist. Ich habe neulich, kennst du die Serie Honest Trailers auf YouTube? Nein. Honest Trailers gibt es sowohl als Filmtrailer als auch für Videogames. Und im Prinzip erzählen sie dir auf so eine bisschen humoristische Art und Weise einen gesprochenen Kinotrailer, wo sie halt nicht sagen, ein Mann diesen Sommer, sondern sagen sie was wie von den Leuten, von denen jedes Spiel free-to-play wird. Irgendwie so in die Richtung. Okay. Also ein bisschen nehmen sie die Sachen auf die Schippe. Ja. Und da haben sie bei Fallout kritisiert, also lustige Art und Weise, was es denn für ein Shooter wäre, in dem es das System namens Vets geben würde. Und da musste ich mir so an den Kopf packen und musste mir denken, seid ihr wirklich so, so retardiert, dass euch nicht auffällt, dass Fallout kein Shooter ist, nur weil ihr dummen Kiddies nichts anderes mehr kennt als ein Fadenkreuz und eure Xbox? Ja, ist halt. Ey, was ist ein Monkey Island für ein komischer Shooter? Was soll das? Also ich hätte, weil du ja gerade sagst, es gab ja, es gibt ja auch neben Warhammer das Warhammer 40k-Universum. Das ist quasi das gleiche in Space. Streamen wir eigentlich noch? Ja. Oh gut. Also es ist das gleiche Fantasy in Space quasi, auch mit Mechs und so weiter und so fort. Das wäre, glaube ich, vielleicht eher was im Warhammer-Universum für dich. Und da hatten sie versucht, halt Spiele rauszubringen. Die RTS-Games davon sind alle geil. Dawn of War, vielleicht mal gehört. Von gehört, ja, aber. Genau. Und dann hatten sie halt auch einen Shooter rausgebracht, der war leider kacke. So, und dann hatten sie auch ein MMO geplant. Was daraus jetzt wird, weiß kein Schwein. Aber das wäre halt auch ein Spiel, Warhammer 40k, wo ich echt Bock auf ein MMO hätte. So einfach, weil das Universum ist riesig. Es gibt unendlich viele Regale voll mit Romanen davon. Und du könntest einfach was draus machen. Aber anscheinend, ich habe keinen Plan. Zeitlang war ja auch ein Fallout-MMO geplant. Ja, das hatten sie ja auch geplant. An sowas habe ich halt nie Erwartungen. Ich habe einfach jetzt so viele Titel gesehen, die mich gar nicht interessieren. Und ich glaube, MMOs haben... Zuletzt Elder Scrolls Online. Ja, und ich glaube, dadurch, dass halt... Jeder erwartet von einem MMO, wenn es nicht gleich Free-to-Play ist, dass es spätestens nach einem halben Jahr Free-to-Play ist. Ich denke mir immer, es sollte nicht Free-to-Play werden, weil ich kenne kein gutes Free-to-Play-MMO. Kein WoW, ja. Also World of Tanks ist auch Free-to-Play und auch ein MMO, aber du meinst MMO-RPG, ja. MMO-RPG, ja. Genau. Stimmt. Gut, Georg. Nochmal ausgekotzt zum Schluss über die schlechten Verhältnisse auf unserem Games-Markt. So, wir sind fertig mit dem Lästern. Wir machen jetzt Feierabend für heute. Wir kommen morgen wieder. Ich hoffe, morgen ist der neue Patch auf dem PTR in Diablo und man kommt drauf und kann spielen. Ja. Das alles zusammen, ich würde sagen, liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von unter 10%. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja so. Und wenn nicht, spielen wir irgendwas anderes. Oder Fallout. Haut rein, liebe Freunde, ich schalte uns jetzt offline. Macht es gut. Tschüss.